wir können das am Spital am Schluss nicht stemmen, wenn die Fallzahlen noch weiter steigen. Das Video von der Direktorin vom Spital Schweiz hat über die Landesgrenzen aus für Aufsehen gesorgt. Recht herzlich willkommen zu Plus 41. Der dramatische Aufruf der Schweizer Bevölkerung hat Wirkung gezeigt, auch wenn die Spitaldirektorin einige Hebel hat müssen in Bewegung setzen. Da ist sonst unsere Rehabilitationsstation. Die haben wir zugemacht vor 2 Wochen. Ganz einfach, weil wir das Personal brauchen, um die Covid-Patienten auch betreuen. Da haben wir im Moment ist das zu und entsprechend auch leer geräumt. Die Spitaldirektorin Franziska Völmi ist seit dem Ausbruch der zweiten Corona-Welle im Krisenmodus. Angefangen hat die schwierige Zeit vor gut einem Monat. Damals war fast jeder zweite Corona-Test, der hier im Spital Schweiz gemacht wurde, positiv gewesen. Die Alarmglocken bei der Franziska Völmi haben davon geläutet. Zusammen mit Ärzten und Pflegepersonal ruft sie in einem Facebook-Video zur Vernunft auf. Es ist so wichtig, dass Sie als Bevölkerung jetzt sofort reagieren. Tragen Sie Masken, machen Sie keine Feste. Wir können das am Spital am Schluss nicht stemmen. Im Kanton Schweiz, besonders rund um den Hauptort Schweiz herum, ist die zweite Corona-Welle vom ganzen Land als erstes so richtig ausgebrochen. Und das sehr schnell. Die bestätigten Corona-Fälle sind innerhalb von einem Monat von knapp 900 auf über 4'000 angestiegen. Die bestätigten Todesfälle von 25 auf knapp 70. Sehr viele Schweizer haben sich an einem Jodel-Musical angesteckt, das Ende September die Schweiz stattgefunden hat. Sogar die New York Times hat auf ihrer Homepage über den Corona-Hotspot Schweiz berichtet und im Artikel das Video vom Spital Schweiz verlinkt. Schon vorher haben die Schweizer Medien das Video breit geschlagen. Bei der Franziska Völmi hat das Telefon Sturm geläutet, ihre Mailbox ist übervoll worden. Dass denn das gerade national und am Schluss sogar international viral gegangen ist, hat sicher damit zu tun, dass halt einfach gerade der richtige Zeitpunkt gewesen ist. Wir sind die Ersten gewesen und es hat sich dann gezeigt, es ist an vielen Orten in der Schweiz sehr ähnlich weit gewesen. Und entsprechend hat das einfach eine Resonanz gegeben, wo es schon auch eher sicher grösser war als erwartet. Das Facebook-Video ist über 55'000 Mal angeschaut worden. Es hat hunderte Kommentare gegeben. Franziska Völmi hat auch müssen Kritik einstecken. Die grosse Mehrheit, die war sehr positiv gewesen. Die negative, das ist mehr aus diesen Maskengegner, die letztendlich beim Thema Masken ganz eine klare Haltung haben. Und die haben zum Teil sehr negativ reagiert, das ist so. Im Nachhinein würde die Spitaldirektorin wieder gleich machen. Der Aufruf hat sicher nicht geschadet. Es ist nachher ja sehr, also fast der gleichen Zeit ist dann auch von der Regierung sind dann neue Massnahmen gekommen und in der Kombination hat das ganz sicher einiges bewegt. Und jetzt sind Fallzahlen langsam haben sich wieder in die Richtung bewegen. Trotzdem spürt das Spital die zweite Welle in diesem Monat massiv. Über 120 Covid-Patienten sind bis jetzt stationär behandelt worden. Es gibt 2 Abteilungen mit 35 Betten, die nur für Covid-Patienten reserviert sind. Hier sehen Sie, das ist unsere zweite Covid-Station, die wir eröffnet haben. Wir haben einen ganzen Stock. Jeden Tag muss neu geplant werden, das Personal zieht mit. Wir sind in der Krise, da bleibt dann gar nichts anderes übrig, als zusammenzustehen. Das wird sehr gut gemacht. Notfalloperationen werden weiterhin durchgeführt. Eingriffe, die aber nicht unbedingt sein müssen, werden verschoben. So kann man das Personal eben für Covid-Patienten einsetzen. Wir hoffen, dass das jetzt noch für 1-2 Wochen so ist und dass wir dann wieder alles machen können. Aber im Moment ist das notwendig. Und Notfälle, die kommen, wie er jetzt gerade gesagt hat, die werden jederzeit rund um die Uhr, auch jetzt. Einfach, da ändert sich nichts dran. Langen die Pflegerinnen und Pfleger nicht mehr, um die zweite Welle zu bewältigen, kann Franziska Völmi auf Aushilfe zurückgreifen. Wir haben grosse Solidarität von ganz vielen Pflegenden, die irgendwann mal bei uns geschafft haben und jetzt vielleicht nicht mehr da arbeiten oder weniger arbeiten, die bereit sind, sich bei uns jetzt im Aushilfepool zu melden und das machen. Die sind jetzt zu einem rechten Teil auch schon im Einsatz gewesen. Und das entlastet natürlich unser Personal enorm. Da sind wir sehr, sehr froh drum. Den ersten Intensivteil von der zweiten Welle haben Franziska Völmi und ihre Mitarbeiter können bewältigen. Das Notfallkonzept, wenn doch nochmal eine Riesenwelle kommen sollte, ist aber in der Schublade. Ich würde mir natürlich wünschen, dass es nicht gerade in dieser Steilheit wieder irgendwie plötzlich losgeht, sondern dass man es schafft, auf einem vernünftigen Niveau so ein durch die nächsten paar Monate zu kommen, ohne allzu grosse Wellenbewegungen. Wir als Spital sind letztendlich verantwortlich dafür, flexibel jederzeit zu reagieren und die Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Und ich würde sagen, das haben wir jetzt bewiesen die letzten paar Wochen und das werden wir auch den Rest des Winters so machen.
Jetzt momentan sind gerade 2 Pflegeleute drin, die braucht es meistens immer. Fürs Personal ist es definitiv eine Mehrbelastung. Die Intensivpfleger im Spital Schweiz spüren die Zweitwelle immer noch sehr stark. Covid-Betten sind voll und dort braucht es mehr Personal und einen guten Schutz für die Pflegerinnen. Und wie läuft's? Ja, ist angelegt und tragen mit der Brille läuft nicht. Wie das Pflegepersonal vom Spital Schweiz mit den 12-Stunden-Schichten umgeht und wie wichtig das Teamwork auf der Intensivstation ist, sehen Sie morgen bei Plus 41.